Denn gehen wir mal die Fokusse suchen. Okay. Muss man noch ein bisschen warten. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Mach mich mal kaputt. Ja. Oder oben auf dem Berg. Gehen wir mal eine Guckung machen.
Da ist der. Ne, jetzt wissen wir drauf. Gut. Nur eine? Nur eine reicht auch. Schwebender Ring. Was kann er denn? Können wir ja verkosten. So, hier. Sei gegrüßt. Mein Freund Lester aus dem Sumpflager hat mir von deinen großen Taten dort erzählt. Ich bin beeindruckt. Du bist sehr stark geworden. Man tut, was man kann. Ja, ja. Immer bescheiden, was? Was machst du hier? Nicht weit von hier befindet sich ein uraltes Stonehenge, in dessen Mitte der Eingang zu einem unterirdischen Gewölbe liegt. Eine Art Gruft? Ja, sowas in der Richtung. In dieser Gruft gibt es etwas, das ich gerne haben würde. Ich suche nach einem Fokusstein. Er muss irgendwo hier in der Gegend sein. Hört sich fast so an, als ob wir beide etwas am gleichen Ort suchen würden. Warum gehst du nicht in die Gruft und holst dir, was du suchst? Oh, das ist nicht so schnell erzählt. Dafür müsste ich etwas weiter ausholen. Erzähl, ich habe Zeit. Nun gut. Nach der Erschaffung der magischen Barriere, die uns alle hier gefangen hält, hat einer der beteiligten Magier ein magisches Artefakt dort unten versiegelt. Ist dieses Artefakt einer der 5 Fokussteine? Genau. Dann kennst du die Geschichte der 5 Fokussteine wohl schon. Jetzt sag bloß, du bist auch hinter diesem Fokus her. Nein, der Fokusstein interessiert mich nicht. Ich suche einen orkischen Talisman. Das Artefakt wurde versiegelt? Ja, ein mächtiger Bannzauber bewirkt, dass der erste Grabräuber, der sich den Fokus unter den Nagel reißen will, zu einem Dasein als ruheloser Untoter verflucht wird, der fortan diese Gruft vor allen nachfolgenden Grabräubern beschützen soll. Wie kommst du dann an diesem Bannzauber vorbei? Das ist nicht mehr nötig. Vor einigen Jahren war ein Erzbaron, der zum Zeitvertreib Orks jagte, unvorsichtig genug, die Gruft zu betreten. Nun ist er der Wächter über alle Schätze dort unten. Was hat es mit diesem Talisman auf sich? Ich vermute, sein ehemaliger Besitzer benutzte ihn, um sich wütende Orks vom Hals zu halten. Wenn ich recht habe, kann der Talisman von großem Nutzen sein.
Wir sollten die Gruft gemeinsam ausheben. Du bekommst den Talisman und ich den Fokusstein. Einverstanden. Aber da gibt es noch ein kleines Problem. Ein Problem? Ja. Der Wächter da unten in der Gruft. Kann man ihn nicht in handliche Stücke zerlegen? Zumindest nicht so einfach. Er scheint gegen die Wirkung normaler Waffen extrem widerstandsfähig zu sein. Lass mich raten. Du hast bereits einen Plan dafür, richtig? Tja, also, einen Plan habe ich schon, aber ich kann ihn nicht alleine durchführen. Lass hören. Ich habe hier eine Spruchrolle, die einen sehr mächtigen Zauber enthält. Der Zauber vernichtet jeden Untoten, der davon getroffen wird. Damit sollte das Ausheben der Gruft ein Kinderspiel werden. Tja, also nicht ganz. Der Wächter hat mittlerweile Gesellschaft bekommen. Wahrscheinlich nachfolgende Grabräuber, die wenig erfolgreich waren. Ich war bereits einmal dort unten und wäre fast getötet worden. Einer alleine kann da nicht viel ausrichten. Gib mir die Spruchrolle und wir heben diese Gruft gemeinsam aus. Gut, sehr gut. Ich hoffte, du würdest das sagen. Wir haben aber nur diese eine Spruchrolle. Benutze sie für den Wächter. Die anderen Untoten kann man auch im normalen Kampf besiegen. Verstehe. Also, wo geht es zum Stonehenge? Folge mir. Nun gut. Hallo, hier sind wir. Der Stollen hier führt direkt in die Gruft. Dann statten wir den Wächter mal einen Besuch ab. Lass mich vorgehen. Nein. Schon wieder eins. Sieh nix. Hallo. Hier sind wir. Dann starten. Schon wieder eins.
Warum denn jetzt nicht? Schon wieder eins. Komm her, Honey. Die Scheiße. Es ist zum Kotzen. Das ist funktioniert wunderbärchen. Unglaublich. Weil müssen ja auch alle kommen, ne? Und wieder eins.
Weiter geht's. Ja. Ja, keine Waffen mehr. Schon wieder eins. Dann nimmt er deine Schwert jetzt nicht. Das ist ja unglaublich. Ist ja. Nein. Nein. Pack's weg. Oder falsche zu warten. Schon wieder eins. Wird bekloppt, ist doch nichts so los. Sehr gut. Du hast den Talisman. Hier, nimm ihn. So war unsere Abmachung. Danke, mein Freund. Ich vergesse niemanden, der mir geholfen hat. Du hast was gut bei mir. Ich gehe zurück ins alte Lager. Vielleicht sehen wir uns dort. Ming.
Hätten wir das schon mal? Meine Fresse. Und Schattensäufer? Okay, okay. Müssen wir überhaupt links? Ja, eben. Sind wir. Stimmen ja alle gut nacheinander. Gut. Was ist das? Da tümmeln sich auch. Thank you.
Wir müssen es ja nicht gleich übertragen. Nee. Nee. Hallo? Stumpft das Messer oder? Also, ja. Du auch noch. Hauptgebiet da, oder? Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Ha ha ha!
Nee, ich bin vermissen. Schon 20, ja. Ja. Höre doch mal auf damit. Recht abgeben. Mal anklopfen in der Rüstung. Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Aber
Manche halten... Deine Haut will ich trotzdem nicht stecken. Yeah, mal was probieren. Hey du. Komm schon, ich will vorbei. Hey du. Ich fordere dich zum Duell in der Arena. Es dient nicht der höheren Ehre des Schläfers, wenn ich einen dahergelaufenen Bauerntölpel vom Publikum niedermetzle. Ich werde erst gegen dich kämpfen, wenn du ein würdiger Gegner für mich bist. Aber ich bin mir sicher, die Kämpfer aus dem alten oder dem neuen Lager haben nicht so einen hohen moralischen... Ich wurde von... zu seiner... Du bist... Ich bin neu... Ich bin Karim. Du bist wohl wirklich gerade erst reingeworfen worden. Sonst hättest du schon von mir gehört. Ich bin der beste Kämpfer, den dieses dreckige Lager je gesehen hat. Okay. Für Gomez! Trainierst du schon? Ich. Aber im Moment findet der nächste Kampf. Bündig. Hey du. Hör mal, die Rennerei. Hey du. Für Gomez. Du hast gesagt, und das... Hallo. Schon lange geklärt. Wenn du meinst. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Es ist eben so. Ja, wenn natürlich noch. Solange ich damit nichts zu tun habe. Oh ja, wäre das ganz anders gewesen. Du bist wie ein... Bestimmt nicht. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. War nicht besonders schlau. Solange ich damit nichts zu tun habe. Erstmal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. War nicht besonders scharf. Gar nichts dazu. An der Geschichte muss doch wohl was dran sein. Seine Haut will ich trotzdem nicht stecken. Erstmal abwarten. Immer wieder.
Für Gomez. Ich brauche. Wenn die Zeit gekommen ist. Ich möchte eine. Nur die höchsten. Wir sehen uns. Wo kommst du denn her? Viel. Also das passiert mir nicht. Wie steht der? Die alte Mine spuckt genug aus. Die letzte Linie. Hast du was? Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Da hat den. Das ist wirklich nicht mein Problem. In seiner Haut will ich trotzdem. War doch klar, dass es Ärger gibt. Das ist wirklich nicht mein Problem. Das ist wirklich nicht mein Problem. Möchte ihn schon platt machen.
Gut. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, denn.